Also 1949 bin ich geboren und in Berlin aufgewachsen, aber in Ostberlin. Sie wissen ja, dass Berlin geteilt war in 4 Besatzungszonen und ich bin in der sowjetischen Besatzungszone aufgewachsen. Und da ging es aber in Berlin noch hin und her. Meine Großmutter zum Beispiel, die wohnte in der englischen Besatzungszone. Also da konnte ich auch die Großmutter besuchen in den Ferien, ganz problemlos mit der S-Bahn rein, Oma besuchen. Oma hat mich eingehütet in den Ferien, wie das war. Mutti hat gearbeitet. Also eine ganz normale Familie, aber nur bis zum Tag des Mauerbaus 1961 am 13. August. Dann werden Sie wahrscheinlich gleich sagen, ja, warum sind Sie denn nicht gleich mit abgehauen vorher? Merkt man ja. Ja, natürlich merkt man es, vielleicht etwas, aber man hält es nicht für möglich, weil ja 4 Besatzungszonen sind und man sagt, es kann sich ja nicht jetzt ein kleines Teilchen rausnehmen, ich riegle meinen Teil ab. Das hielten wir alle damals für unmöglich. Ich war Schülerin und in den jungen Pionieren. Wurde ganz normal mit dem 6. Lebensjahr eingeschult, das heißt, ich war 5 und wurde dann 6. Und hier sitzen meine Eltern, das ist eine betriebliche Weihnachtsfeier und hier sitzt sogar mein kleiner Bruder, der war 10 Jahre jünger als ich. Sie sehen, man war also mit der Einschulung, also bei mir so etwa ab der 3. Klasse, waren wir alle organisiert und hatten immer an Feiertagen und Weihnachtsfeiern gehörten dazu. Die Weihnachtsfeier war vom Betrieb meines Vaters hier. Eine weiße Bluse mit einem blauen Halstuch und einem dunkelblauen Rock, das war die Pionierkleidung. Später nachher als FDJler, da war man so A14, so in eurem Alter, ihr müsstet hier alle jetzt einheitlich mit FDJ-Blusen sitzen, dunkelblau. Und die Damen bitte im Rock, im Faltenrock und die Herren in der Hose. Und so kam es, dass seine Eltern, beziehungsweise an dem Tag, seine Mutter meinen zukünftigen Mann mitbrachten. Und meine Eltern sagten, du musst mal heute mitkommen, wir wollen mal heute so ein bisschen auch die Jugend zusammenführen. Und ich hatte keinen Bock. Ich war 17 und sollte in diese Rentnerveranstaltung für mich. Mein Vater war 45 oder 48. Aber er war ein ganz interessanter Gesprächspartner, stellte ich dann fest. Der hatte sich so Dias mitgebracht. Mit so einem kleinen Cookie, das vergisst man einfach nicht. Es war ja noch gar keine Beziehung zwischen uns. Aber es war ein interessanter junger Mann. Und der hatte so kurze Haare, fast eine Glatze. Und da sah ich, wie sieht der bloß aus? Aber dann holte der seine Dias raus und der war nämlich in Amerika als Schüler. Und da denke ich, da kam von mir plötzlich so ein Stachel. Wie kommt der als Schüler ein Jahr nach Amerika? Und ich muss meine ganzen 12 Schuljahre hier absitzen und kann nicht mal nach Moskau fahren. Hätte mich auch mal interessiert. Ja, und dann zeigte der einen Dia nach dem anderen, ja, was der alles schon gesehen hatte. Also mein Kopf, der drohte zu platzen. Und ich sah, das geht doch aber eigentlich gar nicht. Man kann doch nicht einfach nach Amerika fahren. Und da sagte er, naja, aber ich war doch da, man sieht mich ja auf den Dias. Also das fand ich sehr interessant. Und natürlich schrieb mein Freund mir auch nach Magdeburg Briefe. Und die wurden geöffnet, gelesen, wieder verklebt, wie uns ja auffiel. Und die Post von Ost nach West oder nach Magdeburg, die ging 3 Wochen und länger. Und da sage ich, wie kann denn das sein, dass ein Brief also solche Dauer hat? Und dann merkten wir, also die ist hinten verklebt mit so einem braunen Klebeband, also mit so einem Paketkleber wieder zugeklebt. Und das hatte mein Freund damals dann untersuchen lassen. Und so wussten wir ja, wir sind im Visier, aber wir wussten nicht, was will man uns dann anhängen? Es liegt ja gar nichts an. Es wäre jetzt genauso, wenn man bei Ihnen jetzt die Lampe reinhängt. Ja, was will man denn da schon groß sehen? Man ist ein junger Mensch und man hat die und die Ziele. Und also eigentlich möchte man doch nur leben und ein bisschen glücklich sein und über Freiheit habe ich erst in diesem Moment nachgedacht. In dem Moment, als ich verhaftet wurde, da frage ich, was macht ihr denn hier mit mir? Wie kommt ihr überhaupt darauf? Und als ich an dem Vernehmertisch saß, in dem Buch,
nenne ich den Vernehmer Oberstleutnant Hecht. Darüber muss man nicht erschrecken. Alle haben bei mir Fischenamen bekommen und alle freiheitsliebenden Menschen Vogelnamen. Damit es für den Leser ein bisschen einfacher ist. Also jeder Vogel kann hin und her fliegen, wohin er möchte. Und die Fische bleiben aber auch im Netz hängen. Also darum habe ich mir das so ausgedacht. Und hier saß Hauptmann Hering. Und als der hier eine dicke Akte von mir hatte, nämlich mit mir, ich war 18 Jahre und von mir hatte man bereits schon 160 Seiten produziert. Und als ich die Akte sah, die hier auf dem Tisch sah und der blätterte darin herum, erkannte ich meine Handschrift, also unsere Liebesbriefe, dann die Handschrift meines Freundes, Liebesbriefe, und ich erkannte sogar die Handschrift meiner Großmutter, denn die hat mir auch mal geschrieben. Das war auch fotokopiert und lag alles in der Akte. Oberstleutnant Hecht fragte mich nun: Sie lieben einen Menschen aus der Bundesrepublik, beziehungsweise aus West-Berlin, einen Studenten. Lieben Sie den? Ja, wenn ich sage, na klar, es schreit ja förmlich in mir, dann sagt er, na ja, da haben wir ja einen Grund, dann wollen Sie rüber, Sie werden verhaftet. Und das durfte ich genau nicht sagen. Also ich wusste nicht zugeben, gar nichts sagen. Und wie ging es weiter? Ich musste auch eine Erklärung unterschreiben, dass ich wirklich diesen Freund nicht mehr treffe, dass ich sämtliche Verbindungen zu ihm abbreche. Ich war zwar ganz, ganz den Tränen nah, aber dachte ich, nein, hier nicht. Da kannst du nachher heulen, aber nicht vor diesen Staatssicherheitsorganen. In dem großen Tank war ein Kasten eingebaut und der war 95 mal 60 mal 30. Und der war in dem Tank, in dem großen, in dem roten Ford Mustang. Das war der Tunnel, den haben wir vorhin nicht gezeigt. Hier ist das Auto. Und hier hinten, das ist der Kofferraum. Und hier unten ist der Tank. So wie wir das vorhin so gesehen haben. Das war original. Und während der Flucht in diesem Auto ist mir aufgefallen, dass das Auto nie betankt wird. Jedenfalls nicht an der Tankstelle. Sondern der tankte zwei Kanister. Und dann fuhr der so auf freie Fläche und dann hat er die Kanister, hier ist der Tankstipsel. Und dann füllte er die Kanister schlückchenweise rein, weil ja der Tank war ganz klein, denn ich war ja der Tank. An Volumen. Ne, der hat wahrscheinlich 120 oder 160 Liter, der Wagen, der hat ja solch einen Tank und eine riesige Motorhaube. Darum, die Grenzer wollten nur die Motorhaube sehen, denn die war ja mordsinteressant von diesem Auto. Das hat natürlich der Fluchthelfer mit Absicht genommen, dieses Modell. Aber ich war hier drin, hinten, hier. Das ist die ganze Strecke. Ich flog mit dem Flugzeug, bin ich nach Rumänien, das war mein Fluchtort. Also von hier sollte es losgehen. Und dann ging es durchs ganze Land, Rumänien, hier an der Grenze nach Jugoslawien, da musste ich eben in den Tank steigen. Dann ging es nochmal durch ganz Jugoslawien, da musste ich nochmal in das Versteck und erst in Österreich war ich sicher. Und dann fuhr er gleich weiter bis München und da war die Übergabe, da habe ich meinen Freund dann getroffen, den Fluchthelfer getroffen und natürlich war diese Flucht nicht umsonst. Ich habe 12.000 D-Mark bezahlt. Und die konnte ich gar nicht bezahlen. Wir hatten beide gar kein Geld. Und da hatten wir vereinbart mit dem Fluchthelfer 4.000 D-Mark, wenn ich wirklich da bin. Und das restliche Geld kann ich abzahlen. Und da hat er mir einen Kredit gewährt, ohne Zins und so. Also ich konnte das abzahlen und in 3 Jahren hatte ich das abgezahlt. Da war ich auch ganz eisern, habe ich mir einen richtigen Abzahlplan. Ich habe sofort gearbeitet in meinem Beruf. Ich habe hier für den Harz und da waren die Talsperren und alles. Das war genau mein Fach. Mein Beruf wurde sofort hier anerkannt. Also es ging alles ganz wunderbar ineinander über. Darum, es war auch Glück,